hatte Anis Amri beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Unterstützer? Ermittler vermuten, ja. Zumindest bei der Beschaffung seiner Ausweisdokumente. Die Polizei in Italien zerschlägt nun ein Netzwerk. Wie die Ermittler mitteilten, bei der groß angelegten Antiterror-Razzia habe es darüber hinaus auch in Viterbo, Matera, Neapel und Caiserta-Aktionen gegeben. Es soll sich um ein Terrornetz gehandelt haben. Zudem Amri-Kontakte hatte. Einer der Festgenommenen soll Amri-Dokumente verschafft haben, um nach Deutschland auszureisen. Den Verdächtigen, die alle aus Tunesien stammen sollen, werden unter anderem Aktivitäten im internationalen Terrorismus, Begünstigung von illegaler Einwanderung und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Wie italienische Nachrichtenagenturen berichteten, für eine direkte Beteiligung am Anschlag in Berlin gäbe es aber bislang keine Beweise. Wie es aus Justizkreisen hieß, auch gäbe es keine Hinweise, wo er sich auch radikalisiert haben soll. Seit langem wird in Italien ermittelt, wie man mit einem Lastwagen einen Anschlag verüben könnte. Gegen 13 andere Verdächtige wird ermittelt. Zuvor wurde ein Haftbefehl gegen ein anderes mutmaßliches IS-Mitglied vollstreckt.